beschäftige mich schon seit einiger Zeit sehr intensiv mit Erlebnispädagogik und bin auch schon sehr lange Live-Rollenspielerin. Und das sind zwei Themen, die sich perfekt miteinander kombinieren lassen. Das Live-Rollenspiel und die Erlebnispädagogik sind wie füreinander gemacht. Und wenn man sie zusammensteckt, dann kommt Erlebnisrollenspiel raus. Eine Methode, die ganz schnell alle Klienten, alle Teilnehmer aus ihrem normalen Alltag wegbringt, sie dorthin bringt, wo sie sich selbst projizieren können, in eine ganz andere Welt, in der sie sein können, wie sie schon immer wollten, oder etwas testen können, was sie schon immer testen wollten, und wo wir miteinander in einem geschützten Rahmen völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für den eigenen Charakter finden. Beim Erlebnisrollenspiel geht es natürlich zuallererst einmal um Abenteuer. Es geht darum, draußen in der Natur zu sein, es geht darum, sich selbst eine Rolle zu erschaffen, in der man sich in dieser Welt sieht. Es geht darum, sich in dieser Rolle auch wahrzunehmen, es geht darum zu schauen, wie reagiert meine Umwelt auf mich. Es geht um Helden, es geht um Bösewichte, es geht um Magie, es geht um die Prinzessin, die wir retten, es geht um die ganze Welt, die wir retten. Es geht im Endeffekt darum, ganz viel Spaß zu haben und am Ende des Tages draufzukommen, dass man ziemlich viel über sich selbst gelernt hat. Dieser Workshop wird 2 Tage haben. Und in erster Linie geht es darum, bei einem Erlebnisrollenspiel das Rollenspiel zu erleben. Das bedeutet, der erste Tag wird ein Erlebnisrollenspiel sein, an dem alle Teilnehmer des Workshops auch aktiv teilnehmen. Weil ich jetzt hier stundenlang darüber reden kann, was ein Erlebnisrollenspiel ist, aber letztendlich muss man das am eigenen Leib erfahren, um wirklich zu verstehen, was es mit den Teilnehmern macht und was in einem selbst vorgeht, wenn man dann ein Teil von diesem Ganzen ist. Der zweite Tag ist dafür gedacht, dass wir dann noch einmal gemeinsam reflektieren, was ist am ersten Tag passiert, und uns dann im Detail anschauen, wie kann ich das in meiner sozialpädagogischen Arbeit nutzen, sowohl für mich selbst als auch für meine Klienten, und was kann ich mir mitnehmen. Was man nicht braucht, ist tatsächlich schauspielerisches Talent. Das ist beim Rollenspielen überhaupt nicht notwendig. Und man merkt auch ganz schnell, in dem Moment, wo man in diese Rolle geschlüpft ist, geht alles ganz von alleine. Was wir haben werden, sind jede Menge Kostüme aus unserem Kostümfundus. Und ich werde mich bemühen, für alle möglichen Körpergrößen, Körperbreiten und Besonderheiten etwas mitzubringen. Wer möchte, kann aber gerne im Vorfeld seinen eigenen Kleiderkasten ein bisschen durchwühlen, schauen, ob man da noch die alte Strickjacke von der Oma findet oder irgendein Teil aus dem Ethno-Geschäft, von dem man sich denkt, oh, ich weiß gar nicht, wann ich das nächste Mal anziehen kann. Alle diese Dinge, die eigentlich auch ganz gut in eine Fantasiewelt passen würden.